Guten Morgen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, hier bei uns bei der Rheinzeitung. Wir stehen in Mariawald bei Heimbach in der Eifel. Die Folge Schweigen aus der Tatort-Krimi-Reihe, die am Sonntag, 1. Dezember ausgestrahlt wird, ist zu maßgeblichen Teilen vor ziemlich genau einem Jahr hier gedreht worden. Der Tatort Schweigen beruht auf der Missbrauchsthematik. Allerdings ist er nicht, das muss auch ganz klar gesagt werden, die 1:1 originale filmische Wiedergabe des Falles Edmund Dillinger. So ist es nicht, so war es auch nicht. Es war vielmehr so, dass das NDR-Team, das mit diesem Drehbuch sich auseinandergesetzt hatte, dieses Drehbuch schon weit vorangetrieben hatte und dann wurde irgendwann zur Jahresmitte oder kurz vor der Jahresmitte des Jahres 2023 der Fall Edmund Dillinger maßgeblich durch die Rheinzeitung aufgedeckt und so ergab sich dann Kontakt zwischen uns und dem NDR, was die Tatortfolge verantwortet und dann ist nach einigen Gesprächen zwischen dem NDR und uns, der Rheinzeitung, das Drehbuch nochmal abgeändert worden und im Herbst 2023 ist dann eben hier in Mariawald gedreht worden. Das Ergebnis kann man ab dem Sonntag, 1. Dezember, im ARD-Fernsehen oder in der Mediathek auch sehen bzw. abrufen. Was dabei herausgekommen ist und warum und so ein bisschen Spurensuche hier am Ort, wollen wir jetzt gemeinsam betreiben mit dem geistlichen Leiter von Mariawald, Bruder Andreas, der heute ebenfalls uns freundlicherweise hier ein bisschen Rede und Antwort steht und uns auch noch ein wenig herumführen wird. Bruder Andreas, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen in Ihrer Funktion als geistlicher Leiter von Mariawald. Wir sind hier heute aus einem Anlass, von dem man meinen könnte, dass es Ihnen gar nicht leicht fällt, darüber zu sprechen. Mariawald, wir haben es eben schon gehört, bis 2018 noch tatsächlich bewohnt von Trappistenmönchen. Jetzt in Fortführung ebenfalls ein geistliches Zentrum, dessen Leiter Sie sind. Wurde aber 2023 als Drehort benutzt mit Ihrer freundlichen Genehmigung und all derer, die hier heute für die Anlage verantwortlich zeichnen, als Drehort für einen Tatort, der sich mit der Missbrauchsthematik innerhalb der Kirche auseinandersetzt. Warum haben Sie dem NDR-Team, was hier gedreht hat, tatsächlich das ermöglicht? Ich muss dazu sagen, dass wirklich alle Beteiligten, das ging ja vom Bistum Aachen über den e.V., die Gesellschaft, die das jetzt hier betreibt, bis hin eben zum Rektor der Kirche und mir als geistlichen Leiter, alle einstimmig dafür waren, dass der Dreh hier stattfinden kann, auch mit dieser Hintergrundthematik. Gerade weil wir gedacht haben, als Kirche müssen wir uns in dem Jahr öffnen. Wir versuchen sowieso schon seit Jahren, es aufzuarbeiten in der Gesamtkirche. Und es wäre, denke ich, ein falsches Zeichen gewesen, jetzt hier zu sagen, nur weil es ein kirchlicher Ort ist, schotten wir uns wieder ab, wie es früher gewesen ist. Sondern wir wollten ja deutlich machen damit auch, dass wir uns auch dieser Thematik und damit auch so einem Team wie dem Norddeutschen Rundfunk, dem Fernsehteam öffnen und das eben gemeinsam hier tun. Und ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung, ich war ja die ganzen 6 Wochen des Drehs mit dabei, war das wirklich ein sehr positives Miteinander, dieses Drehen. Auch ohne, dass ein Tatort-Team hier in die Eifel fährt und dreht, ist es schon ein Ort mit einer langen und besonderen Geschichte. Genau, und eine sehr kuriose Geschichte auch, muss man dazu sagen, weil alles hier mit einem Traum begann. Also nur weil 1470 mal ein Mensch geträumt hat von Maria, dann bis Köln gelaufen ist zu Fuß, einmal das Marienbild gefunden hat, die hingeschleppt hat, wurde hier eben 1480 dieses Kloster gebaut und hat seitdem eben einen ganz besonderen Kraftort für viele Menschen, die hier vorbeikommen, pilgern bis heute. Wir haben uns eben, bevor die Kamera begonnen hat zu laufen, auch schon ein bisschen natürlich zur Missbrauchsthematik unterhalten, die aufgearbeitet werden muss und die auch aufgearbeitet wird, bei allen Hindernissen, mit denen man es da zu tun hat. Wie ist Ihre ganz persönliche Sichtweise auf dieses Thema und den Stand der Aufarbeitung? Ich erlebe es ja hautnah mit, eben als Priester der Kirche, dass wir eben doch jetzt seit über 10 Jahren dabei sind in der Kirche, versuchen das wirklich gut aufzuarbeiten. Es wird alles dafür getan. Alle Verantwortlichen sind da mit einbezogen. Und ich glaube schon, dass wir als Institution, auch wenn es oft in der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen wird, da sehr viel tun, um eben alle Fälle, die bekannt sind, aufzuarbeiten. Ob jetzt in rechter Weise immer auch damit so umgegangen wird, dass Verantwortung gezogen wird. Man kann ja gucken, wer war für gewisse Vertuschungsdinge verantwortlich. Da gibt es sicherlich noch Nachholbedarf, weil, wie es immer so ist, man arbeitet zwar viel auf, aber letztendlich auch mal Konsequenzen zu ziehen, fällt eben manch einem schwer. Ich danke auch an der Stelle für Ihre Offenheit und wir begeben uns jetzt noch gemeinsam auf einen kleinen Rundgang, wo wir noch ein bisschen mehr von diesem Ort hören und sehen.
Also neben der Kirche befinden sich ja hier große Weidenwiesen, wo die Mönche früher ihre Milchkühe hatten. Die haben auch sehr viel Milchwirtschaft gemacht. Als Trappisten sind sie Vegetarier, haben also nie Tiere geschlachtet, aber ordentlich Milch und Trappistenkäse. Ja, und die alten Wiesen werden jetzt noch von unseren zwei Pferden genutzt, die wir haben, als Relikte der Mönche. Und im Tatort sollte ja als eine Aktion sein, ein Fußballspiel von Kindern, Jugendlichen. Und eigentlich hatte der Tatort im Umfeld dann hier einen Fußballplatz gesucht. Und da habe ich gesagt, warum sucht ihr jetzt noch und müsst ihr ganze Equipment extra dahin karren? Wir können doch einfach unsere Pferdewiese nehmen. Und dann wurde eben der hintere Teil, den man jetzt da hinten sieht, der Pferdewiese genommen, der relativ eben ist, schön gemäht, Tore aufgestellt, sodass im Tatort die Leute das Gefühl haben, da ist ein Fußballplatz. In Wirklichkeit ist es nur unsere Pferdewiese der Trappisten. Drei Tage lang wurde hier in der Klosterkirche auch gefilmt. Sicherlich ein kritischer Ort für einige. Ich kann mir vorstellen, es gab ja auch einige Kritik daran, wie kann man hier drehen, weil es ja noch ein Kirchenort ist. Ich war aber während des ganzen Drehs auch hier in der Kirche wirklich mit allen, jeder Minute mit dabei. Habe also darauf geachtet, dass alles gut ablief. War auch mit dem Regisseur Lars Kraum so abgesprochen, dass ich eben eingreifen sollte, wenn irgendwas schief laufen sollte. Ich war so quasi auch Berater dieses Tatorts hier drin. Und ich hoffe doch und denke, dass es da gut rüberkommt und man sich daran gehalten hat. Also es wurde würdevoll mit dem Ort hier umgegangen, das kann ich bestätigen. Hier im Chorgestühl fand das Gebet statt, auch im Tatort. Ich fand auch das für mich so eine schöne Erfahrung. Es war ja insgesamt dieser Dreh hier im Kloster eine tolle Sache, fand ich. Ein Geben und Nehmen. Es waren ja zum Beispiel rund 60 Komparsen auch mit dabei. Und zum Beispiel haben wir hier in der Kirche wirklich gebetet und das auch einstudiert, geübt. Das ist eigentlich ganz toll, dass jetzt auf einmal hier mitten im Tatortdreh eigentlich ja gebetet wird. Wenn es auch nur eine Probe ist für einen Dreh, aber es wurde ja wirklich gebetet. Also das sind auch so schöne Erlebnisse für mich, so zwischendurch einmal. Es gab auch eine lustige Szene dabei, darf ich hoffentlich sagen. Ich hoffe, der Schauspieler nützt mir nicht übel, wenn ich das sage. Gerade als wir der Hauptdrehpunkt hier war ja ein Vaterunser zu sprechen. Ich hatte das mit den Komparsen alle einstudiert. Es waren ja nicht alle kirchlich, die hier mitgemacht haben. Und es hat wirklich super geklappt. Die Komparsen haben das Vaterunser auch vom Ton her, von der Geschnelligkeit her, alles wunderbar hinbekommen. Der Einzige, der ständig dazwischen gesprochen hat, falsch, war der Schauspieler. Und dann deshalb, weil er, das habe ich dann schnell gemerkt, er hatte das alte Vaterunser, also die alte Fassung im Kopf. Und wir haben natürlich die moderne, normale Fassung genommen. Und von daher war das immer ein Gegeneinander. Und das musste dann zigmal wiederholt werden, der Dreh, bis er dann endlich die richtige Fassung des Vaterunsers auch hatte. Da hier auch so eine Szene, ich weiß nicht, da sitzt der Wotan, ne, mit Florian Lukas hier auf den Stufen. Ja, genau. Ja, genau. Ja, wir können jetzt eben aus der Kirche heraus, Klosterkirche, man muss dazu sagen, wo wir jetzt hier stehen, ist ja nur der Bereich der Mönche gewesen, bis vor 6 Jahren. Das heißt, früher kam hier nie ein Besucher rein. Übrigens auch zu wichtig vielleicht für die Thematik, Hintergrundthematik, wenn jemand vermuten sollte, gab es im Kloster auch so etwas. Aber eins kann man, glaube ich, sicher sagen, in diesem Kloster zumindest sicherlich nichts, weil eben Besucher nie hier reinkamen, weder hier in den Chorbereich noch ins Kloster selbst. Das war ja nur für die Mönche. Trappisten sind sehr zurückgezogen, Schweigeorden. Vom Kloster kommt man dann hier raus und geht erstmal in die Sakristei, wo auch kräftig gedreht wurde. Ups, genau. Sakristei ist eigentlich der Vorbereitungsraum für die Kirche. Auch hier waren Kameras, Scheinwerfer aufgebaut und wurde gedreht. In besten Zeiten haben hier mal rund 100 Mönche gelebt. Die Trappisten sind gegangen, haben ja alles hier gelassen, mehr oder weniger. Auch die ganzen Gewänder. War jetzt ein Vorteil auch für den Tatortdreh. Manche konnten wir also verwenden. Ich glaube, im Tatort kommt hier dieses Gewand vor. Ne? Genau. Ja, und hinter der Sakristei ist noch so eine versteckte Kapelle, die auch im Tatort ja eine Rolle spielt, allerdings nicht als Kapelle. Also hier war ja quasi das Büro des Kommissars eingerichtet. Der schönste Ort eines Klosters, finde ich immer, ist ja der Innenhof, das Atrium. Man muss nur aufpassen mit dem Kopf hier. Genau. Früher waren die Leute etwas kleiner. Und das Tolle an diesem Ort finde ich immer, wenn man hier reinkommt, gerade so wie jetzt, an heutigen Tag, wo es windstill ist,
und gerade kein Flugzeug fliegt. Absolute Stille, genau. Man hört gar nichts mehr. Gerade jetzt im Winter, wenn keine Vögel da sind, keine Insekten, dann ist ja eine absolute Stille. Und deshalb auch, man sagt im Kloster, eine paradiesische Stille. Denn wir sind jetzt hier im Refektorium, im Essensraum. Hier wurde also nur im Schweigen gegessen. Und wo jetzt hier diese ganzen Stühle auf den Tischen stehen, hatte der Tatort seine komplette Garderobe aufgebaut. Hier war also Garderobenraum. Hier standen von dem, was man brauchte für einen Dreh, bis hin zur Polizeiuniform, war alles hier vorhanden. Das Einzige, was nicht benutzt wurde, war diese Ecke hier, weil das eben noch wirklich Originalzustand ist von vor 6 Jahren. Also 2018 sind die letzten 5 Mönche, die hier gegessen haben, gegangen, haben am letzten Tag ihre Sachen gespült, hingestellt, so als wenn sie morgen wieder zurückkommen wollten. Also steht seit 6 Jahren jetzt so da. Bis hin zu kuriosen Dingen wie beim Pater Franz hier, der sogar am letzten Tag noch seine Tabletten vergessen hat. Ne? Jetzt kommen wir hier raus auf den Hinterhof des Klosters. Wie gesagt, mit der alten Eingangspforte, die aber eigentlich ja schon seit 200 Jahren nicht mehr in Betrieb ist, aber im Tatort wieder reaktiviert wurde, weil man einfach hier hinten natürlich wunderbar in Ruhe drehen konnte. Hier wurde man überhaupt nicht gestört durch die vielen Touristen, die ja doch hier nach Mariawald kommen. Das ist ja hier das Grundgewand der Trappisten. Übrigens auch noch wichtig, vielleicht noch mal zu erwähnen mit dem Tatort. Im Tatort wird bewusst eine andere Kutte benutzt, also nicht die der Trappisten, die hier gelebt haben, um eben auch keine Verbindung zu diesem historischen Ort, diesem Kloster herzustellen. Also es gibt im Tatort keinen Zisterzienser-Trappisten-Kluft. Das hätte ja sofort Verbindungen zu diesem Ort, zumal es das einzige Kloster in Deutschland gewesen ist. Das ist auch was Typisches für die Trappisten. Bis zum Tod simpel und einfach. Die haben nie etwas verschwendet, weggeworfen, also auch kein Holz. Trappisten werden also nicht im Sarg beerdigt, sondern nur so in der Kutte. Dafür gibt es dann hier dieses Totenbrett, was dann eben runtergelassen wird. Unten wird der Tote vorsichtig abgekippt und dann geht das Brett wieder hoch. Vielleicht noch mal eine Sache, weil sicherlich nach der Ausstrahlung des Tatorts auch einige Kritik kommen wird, bin ich mir sicher, Leute, die sich noch mal beschweren und sagen, wie könnt ihr das machen, hier an so einem Ort eben einen solchen Tatort drehen zu lassen. Ich kann aus meiner Sicht nur sagen, es war ein tolles Miteinander, gerade dass der Tatort in diesem kirchlichen Bereich hier gedreht wurde, weil wir so ständig im Austausch, im Kontakt waren mit dem Regisseur, mit den Schauspielern. Ich habe also bewusst auch zum Beispiel mit den Schauspielern ja gesprochen, die Täter, Opferrolle spielen und so weiter. Wie geht es euch damit, so eine Rolle vorzubereiten, die zu übernehmen? Und so war das ständig ein Austausch, ein Miteinander. Wir haben also gegenseitig voneinander gelernt. Und das wäre ja nicht passiert, wenn das irgendwo in einer Lost Place gedreht worden wäre, also in einer anderen Location. Also von daher war das gerade das auch nochmal mit diesem Thema des Missbrauchs im Hintergrund, glaube ich, eine gute Sache, dass wir es gemeinsam hier gemacht haben.